Grüße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls Online. Wie ihr sicherlich auffallen wird, sieht mein Interface doch ein bisschen anders aus. Achso, wenn ich die Maus bewegen kann, dann sieht man das hier gar nicht. Also, das ist das Add-on War Legend hat. Dann gibt es auch noch für Raid Frames und so weiter, aber das brauchen sie ja jetzt erstmal nicht kümmern. Und was einem auffällt, es ist wie in Morrowind bzw. Oblivion, dass man halt, ja, sag ich mal, ja, Leben, Ausdauer, Magicka-Anzeige sieht. Also Leben ist rot, Magicka eher blau und Ausdauer dann grün, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe. Und da sieht man halt auch die Maximalwerte, also 170 Leben und so weiter und so fort. Auch werden mir kurz darüber Debuffs angezeigt. Und wenn ich hier mit der Maus über ein Ziel gehe, wird mir das auch wunderbar gezeigt. Aber genug der Worte dessen. Wir sollten mal am besten mit dem Propheten reden. Wie ich es befürchtet habe, sind wir an unterschiedlichen Orten angekommen. Ich bin in einer Stadt der Industrie, wo die Leute unter dem Mantel von Andeutungen und Schmeicheleien Ränke und Intrigen schmieden. Doch das ist nicht von Belang. Ihr seid einmal mehr erwacht. Und wir müssen euch auf den rechten Weg bringen. Ja, und wie lange war ich bewusstlos? Tage oder Wochen? Ich weiß es nicht. Die Reise zwischen den Welten hat unser Gefühl für Raum und Zeit gestört. Ich weiß nur, dass ihr im Meer gelandet seid und dass euch irgendeine gütige Seele herausgefischt und wieder an Land gebracht hat. Und was soll ich jetzt tun? Ich fürchte, das müsst ihr selbst entscheiden. Ich muss mich darauf konzentrieren, nach einem Weg zu suchen, Lyris, ihr mutiges Opfer, zu vergelten. Ich kann sie nicht einfach dem Zorn Molag Bahls überlassen. Naja, und wann werde ich euch wiedersehen? Das kann ich nicht vorhersehen. Noch nicht. Doch wir werden uns wiedersehen. Es gibt noch vieles, das wir vollbringen müssen. Wir bekommen ein eine Urne. Diese, eindeutig, Moment, es stand eindeutig, sie wurde fest verschlossen, euer Name ist an der Seite, interessant. Na dann, Quest abschließen. Seid auf der Hut, Entseelte. Eure gesamte Existenzebene ist in Gefahr. Die Bedrohung durch Molag Bahl legt sich über ganz Tamriel und Chaos breitet sich in ihrem Schatten aus. Gefahren in vielerlei Gestalt machen das Land unsicher. Lasst euch bloß nicht auf dem falschen Fuß erwischen. Und wohin soll ich gehen? Ihr müsst euren eigenen Weg finden. Doch vielleicht gibt es einen Grund dafür, dass ihr euch hier wiederfandet, wo ihr gerade seid. Erforscht ihn. Sucht nach einer Sache, die ihr unterstützen könnt. Schließt euch anderen an. Vielleicht wollt ihr sogar jene aufsuchen, die euch aus dem Meer gefischt haben. Die Entscheidung liegt bei euch. Glaubt ihr, es gibt viele, die meine Hilfe brauchen könnten? In der Tat. Ich spüre, dass in diesem Augenblick ganz in eurer Nähe gute Leute in großer Gefahr schweben. Sie brauchen eure Unterstützung, so ihr denn bereit seid, sie ihnen zu gewähren. Um dem Willen Molag Bahls entgegenzuwirken, müssen wir uns dem Bösen stellen, wo immer es auch sein hässliches Haupt erhebt. Und es gibt noch andere, die sich mir hierbei anschließen werden? Wir müssen uns diesen schweren Zeiten nicht ganz allein stellen. Viele werden sich erheben, um sich dieser Flut der Finsternis entgegenzustemmen. Wohin ihr auch geht, werdet ihr anderen begegnen, die ebenso mutig und tapfer sind wie ihr. Helft ihnen, wenn ihr könnt, und nehmt ihre Hilfe an, wann immer ihr sie braucht. Ja, glaubt ihr, es gibt viele, die meine Hilfe brauchen könnten? Ich weiß nur, dass ihr aus dem Meer gefischt und an Bord eines Schiffes gezogen wurdet. Man hat euch seitdem in eine größere Stadt gebracht. Ich würde vorschlagen, dass ihr die Docks der Stadt besucht. Dort werdet ihr jemanden finden, der euch an jene verweisen kann, denen ihr eure Rettung zu verdanken habt. Glaubt ihr, dass es noch andere gibt, die meine Hilfe brauchen? Das hatten wir doch schon. In der Tat. Ich spüre, dass in diesem Augenblick... Achso, das hatten wir schon, ja. Das habe ich jetzt mal unterbrochen. Stufenaufstieg. Ja, so schnell kann es gehen mit Stufe 3. Aber das hat ja noch nichts zu heißen. Deswegen werden wir am besten mal Attributspunkte verfügbar. Naja, ihr verfügt über nicht verteilte Attributspunkte. Leben, naja, und so weiter. Erhöht eure... was
ich aber erstmal am meisten brauche, ist Magicka. Magicka, um erstmal meine Ressourcen zu erhöhen. Die Punkte werde ich einsetzen. Ach nee, falsche Taste. So, eingesetzt. Und dann haben wir hier noch was. Ah, hier, den Teleportationsschlag zum Beispiel. So, genau. Ihr bewegt euch durch den Schatten und erscheint neben eurem Ziel. Ihr verursacht an Feinden 26 Magieschaden und betäubt Monster 1,5 Sekunden lang. Wir könnten das zum Beispiel nehmen. Wir könnten im Schatten auch Schattenmantel nutzen. Das klingt ja auch sehr interessant. Ihr beschwört einen Schatten, der 17 Sekunden lang euren Feind angreift. Oh, das ist ja auch sehr interessant. Das wäre bestimmt für PvP auch ganz nützlich. Und Unfriede ist natürlich auch eine sehr wertvolle Fähigkeit, um sich einfach zu heilen. Achso, ich habe jetzt 2 Fertigkeitspunkte. Ich werde den Teleportationsschlag auf jeden Fall nehmen. Der ist nämlich sehr cool. Den schalte ich auch frei. Und Unfriede werde ich mir aber auch nehmen. Doch, Unfriede. Obwohl, warte mal. Wir könnten nämlich auch bei Rüstung zum Beispiel. Hier gibt es ja auch einiges. Ausweichen könnte man dann nehmen. Das kostet dann nämlich schon wieder Ausdauer. Erhöht eure Chance, kritische Treffer mit physischen Angriffen. Jeden Stück getragene mittlere Rüstung um 1%. Aktueller Bonus. Physischen Angriffen zählen dann die hier auch dazu. Und hier haben wir nämlich auch noch was. Das haben wir aber noch nicht, weil wir ja leider keine Doppelklingen bekommen haben. Aber, entschuldigt, aber das ist ja egal. Schattenmantel, das war, genau, lang unsichtbar und sowas. Das könnten wir auch noch machen. Aber ich bin mir halt noch nicht sicher. Mittlere Rüstung, wie gesagt. Was gibt's denn dann noch? Erhöht eure Ausdauerregeneration für jedes Stück getragene mittlere Rüstung und so weiter. So, mittlere Rüstung. Detektionsradius von 3% und die Kosten für das Schleichen 4%. Okay. Ja, okay. Dann Agilität. Erhöht euer Angriffstempo. Das wäre natürlich auch alles interessant. 2% und so weiter werden. Das werde ich jetzt aber noch nicht machen. Ich werde erstmal Unfriede nutzen. Und freischalten. Ich muss mir das natürlich jetzt noch alles mal ein bisschen zurechtlegen, weil dieser Stoß, der möge bitte hierhin. Den anderen können wir auf die 2 legen. Ja, man sieht ja, das kostet alles Magicka, ne? Man könnte jetzt natürlich versuchen, auf Magicka und Ausdauer zu gehen, um dann verschiedene Skills zu nutzen. So, beidhändig. Da müssen wir natürlich erstmal alles schaffen. Was haben wir hier? Das kostet halt 20 Ausdauer. Also, man kann da wohl sehr gut variieren. Und wir haben uns hier noch ein bisschen umgeguckt. Nein, haben wir nicht. Doch, im letzten Part. Das Buch hatten wir schon gelesen, das andere auch. Deswegen, nichts in die freie Welt. Nichts wie ab in die freie Welt. Übrigens ist aktuell Patch 1.0.2, also zumindest am Tag, als ich das aufnehme, nämlich am 9.04. aktiv. Und da gab es natürlich einige Korrekturen und Verbesserungen. Zum Beispiel hier beim Allianzkrieg. Die Belagerungswaffen in Cyrodiil zeigen halt kein seltsames Verhalten mehr. Fehler wurde korrigiert, bei dem das Spiel abstürzen konnte, wenn Gegenstände an einen Händler verkauft werden. Und so weiter und so weiter. Ah, das hat gerade noch ein bisschen zu tun, weil es lädt. Oh, Hallöchen. Willst du nicht mit mir reden? Es wurden gerade umfassende Arbeiten am Haus vorgenommen und die sehe ich mir jetzt an. Okay, dann mach das mal. Ah, jetzt. Ja, es dauert halt nur ein bisschen, um zu laden. Was können wir denn noch hier machen? Verlies und Gruppeninhalte. Was haben wir denn hier? So, die Namen von einigen Gegenständen, die in Verliesen zu finden sind, wurden geändert.
Naja, es wurde halt einiges getan, dass halt die Boss-Response und alles besser sind und so weiter und so fort. Also von bestimmten NPCs. Wir gucken jetzt mal auf die Karte. Das ist also dieses beschauliche Städtchen. Das können wir uns noch lange nicht leisten. Und dann haben wir hier ja verschiedene Tische, wo wir auch was uns holen können. Obwohl, werden wir mal hier hin. War das jetzt hier? Warum zeigt er mir das hier an? Hier ist doch ein Brunnen. Was will ich denn bitte an einem Brunnen außer rumplanschen? Okay, ja. Wie dem auch sei. Wir müssen jetzt mal gucken, wo wir eigentlich genau hin müssen. Ich habe ja nicht mal eine Quest. Nö, habe ich nicht. Oder hätte ich mal zurückgehen müssen? Ich hatte doch eigentlich damals genau eine Quest bekommen. Ich kam hier raus, denke ich mal. Also öffnen wir das mal. Ja, ich bin gerade ein bisschen überfragt, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Ja, wo müssen wir jetzt lang? Das ist die beste Frage. Was ist das hier eigentlich? Die Zuflucht. Können wir zur Zuflucht? Was können wir hier alles machen? Da haben wir so einen Teleportationspunkt, der kostet aber Gold. Eine Kriegergilde haben wir hier noch. Eine Schurkengilde wäre eigentlich mal ganz nett. Also, wollen wir mal rüber zur Kriegergilde? Machen wir. Genau, das da unten ist die Ausdauer. Wahrscheinlich will der Hund ein Almosen, so wie jeder zweite. Der Hund ein Almosen, ja warum denn auch nicht? So. Dolchsturz. Und, ach so, man kann da sogar die Uhrzeit sehen, wie spät wir es gerade haben. Ja, jetzt wisst ihr, wann ich das hier aufgenommen habe, zumindest um welche Uhrzeit. Dass man das hier noch nicht kann mit Karte irgendwie laufen. Das wäre noch ganz schön. Ein unberittenes Pferd, her damit! Will haben. So, mit denen kann ich ja allen nicht reden, doch. Mir ist langweilig. Ich brauche eine neue Beschäftigung. Aber ich kann mich nicht zwischen Kampf und Kochkünsten entscheiden. Massaker oder Marinaden. Fechten oder Frikassee. Blutvergießen oder Blutwurst. Eine schwierige Entscheidung. Zumindest rhetorisch gar nicht mal so schlecht mit den Wortspielereien. So. Hast du was? Scharf, spitz. Sprich dem Feind gegenüber eine klare Sprache. Niemand außer Sosch stellt Schwerter für euch her. Also holt sie euch direkt hier. So, was habt ihr anzubieten, Waffenschmied? Alles das, was ich mir noch nicht leisten kann. Da ist natürlich das Problem. Wie viel Gold habe ich denn? 12. Obwohl, ich kann doch hier... Alles? Verkauf. So, was kann ich denn hier alles verkaufen? Bei Tröde, da habe ich noch nichts definiert, was ein Tröde sein könnte. Mit diesem Fell. Plunder, der nur für Händler vom Wert ist. Verkaufen. Danke für den Hinweis. Materialien. Da weiß ich halt nie, was ich wirklich verbrauche. Deswegen lasse ich das einfach mal. Was ist das hier? Ja, kann ich die irgendwie öffnen? Oh. Oh. Coole Sache. Ich weiß zwar nicht, was ich mit einem Bogen möchte. Darf ich jetzt alles nehmen? Danke. Halt, da wollen wir doch mal gucken. Ins Inventar. Was Schnellzugriff. Ihr habt einen Schnellzugriff-Gegenstand gefunden. Tränke und andere Gegenstände und bliblablub. Ach ja, seht ihr hier dieses zweihändige Zeug. Das kann ich auch alles kaufen. Halt, das war hier neu. So, Rüstung 29, das ist Rüstung 26. Wird beim Anlegen gebunden. Ich will mal gucken, wie die aussieht. Naja, ne? So, das rüsten wir mal wieder aus. So, und dann haben wir hier eigentlich alles wieder beim Alten. Ja, das Hemd kann ich eigentlich auch verkaufen. Das brauche ich auch nicht. Gewährt 6% mehr Erfahrung in Rüstung, mit dieser Rüstungsart halt.
Also wenn man diese benutzt, alles klar, wir verkaufen aber erstmal weiter. Das wissen wir schon. Dem Feind gegenüber eine klare Sprache. Naja. Niemand außer Sosch stellt Schwerter für euch her. Also holt sie euch direkt hier. Naja, zumindest können wir hier ein bisschen Gold machen. Also zweihändig verkaufen. Zweihändig verkaufen. Zweihändig verkaufen. Zweihändig verkaufen. Was will ich damit? Gewährt 22% mehr Erfahrung mit dieser Waffengattung. Ja, schön, aber ich will damit nicht rumhantieren. Deswegen weg damit. Bei Rüstungen. Verkaufen. Das brauche ich hier ja eigentlich auch alles nicht mehr. Deswegen verkaufen. Wenigstens bekommt man dafür noch ein bisschen was. So. Dann gucken wir mal weiter. Was haben wir denn noch alles? So, was macht das? Erhöht Lebensregeneration 35 Minuten lang um 1. 5 Sekunden Abklingzeit. Haben wir hier noch Trank Aqua Vitae. Erhöht Ausdauerregeneration 35 Minuten lang. Erhöht Magica. Alles klar. Interessant. Davon kann ich mir aber immer noch nichts leisten. Also, wo sollten wir jetzt als nächstes hin? Zumindest ein kleiner Hinweis wäre ganz nett gewesen. Ach so, wir sollten vielleicht zu den Booten. Wurde ja gesagt. Deswegen, nichts wie auf. Oh, da hat jemand schon einen Buff. Aber was dieser zu bedeuten hat, keine Ahnung. Die Kriegergilde war hier oben noch irgendwo. Ja, dazu müsste ich hier mal links rum. Was haben wir hier noch? Da haben wir gar nichts. Da haben wir nur Magiergilde. Da haben wir die Kriegergilde. Wir gehen mal zur Kriegergilde. Vielleicht können wir ja für die irgendwas machen. Von einer Reise durch die Wälder von Dänia ausdrücklich abgeraten. Eine unbekannte Verderbnis hat die sonst so friedlichen Geister des Waldes... Okay, Kriegergilde. Ich wollte eigentlich mit dem davor reden, aber vielleicht finden wir hier drin ja noch ein paar Leute. Reden. Ihr seht so aus, als ob ihr einen Kampf bestehen könntet. Die Kriegergilde sucht immer nach weiterer Unterstützung. Sprecht mit dem Hallenvogt, um euch ihr anzuschließen. Was habt ihr anzubieten, Waffenwart? Ja. Ich will aber keinen Bogen, ne? Ein Schild möchte ich erst recht nicht. Ich möchte hier eher sowas. Aber das kann ich mir doch alles noch nicht leisten. Waffen, Rüstung. Ah ja, natürlich, der Schild zählt dazu. Es ist schon so lange her, dass ich im Feld war. Der Klang der Schlacht. Willkommen in der Kriegergilde. Ihr seht fähig aus. Seid ihr hier, um euch der Herausforderung der Gildenmeisterin zu stellen? Welche Herausforderung? Der gerechte Feldzug der Kriegergilde. Ihr habt doch sicher schon davon gehört. Wir haben eine neue Gildenmeisterin und ein neues... ...in dem wir alle arbeiten. Warum unterhalten wir uns nicht einen Moment darüber? Klingt gut. Sprechen wir über die Kriegergilde. Ich weiß jetzt schon, dass wir bald gemeinsam die Klingen zücken werden. Nun, was kann ich euch erzählen? Was ist euer Feldzug, den ihr erwähnt hattet? Unsere neue Gildenmeisterin ist eine Argonierin namens Sieht alle Farben. Sie lässt uns alle die Daedra und ihre dunklen Anker jagen. Ihr habt sie vielleicht schon gesehen. Riesige Ketten, die vom Himmel herabfallen. Dann brechen die Daedra in Scharen daraus hervor und verwüsten die gesamte Umgebung. Was erhalte ich im Gegenzug? Ausgezeichnete Frage. Wir bilden unsere Mitglieder in besonderen Techniken aus. Und die Oberen suchen immer nach eifrigen Mitgliedern, um ihnen bei Sonderaufgaben zu helfen. Man weiß nie, wann der Rat noch mehr zusätzliche Helfer braucht. Ich bin bereit, der Kriegergilde beizutreten. Dann lasst mich euch als Kameradin in der Kriegergilde willkommen heißen. Geht da raus und kämpft gegen die Daedra. Ihr habt auch noch Glück. Sieht alle Farben höchstpersönlich ist hier. Sie ist oben. Sie hat des Öfteren Aufgaben für neue Rekruten. Warum stellt ihr euch nicht selbst vor? Okay. Können wir trotzdem noch was? Willkommen zurück in der Halle. Denkt an eure Kameraden hinter den Linien, wenn ihr wieder an der Front seid.
So, was geschah mit dem alten Gildenmeister? Gildenmeister Jofnir ist sehr plötzlich verstorben. Ich dachte immer, er würde mit einer Klinge in der Hand sterben. Stattdessen wurde er von seinen Ahnen im Schlaf nach Sovngarde gerufen. Wir vermissen ihn alle, aber Farben hat sich binnen kürzester Zeit als fähige Anführerin erwiesen. Ach naja, gut. Alles klar. Dann werden wir mit ihr noch reden. Wir haben jetzt noch einen neuen Pfad hier bekommen. Wo ist denn der? Handwerk? Nee. Wo soll denn der dann sein? Gilde, Kriegergilde, was kommt denn hier alles hin? Silberbolzen. Das ist alles, was Ausdauer verursacht. Ermöglicht es, bestimmte NSCs in Unterhaltungen einzuschüchtern. Wie? Das hätte was. Jawohl, wenn so eine schöne Frau vor mir stünde, dann ja. Ihr verursacht 10 Sekunden lang insgesamt 20 Magieschaden. Ihr füllt einen Sehnenstein, falls es sie während der Wirkdauer stirbt. Das könnte man also auch noch machen. Aber okay, wir gehen mal nach oben. Ups, das wollte ich jetzt nicht zücken. Da sind wir doch alle ganz entzückt. Aber komm, wir lesen uns das jetzt nicht alles durch, aber warum kann ich hier kein Schwert nehmen? Schade. Das wäre toll gewesen. Und irgendwo muss es doch hier eine Treppe nach oben geben. Willkommen zurück in der Halle. Ach so, ja. Ach so, ja. Wer gucken kann, ist klar im Vorteil. Und da haben wir sie. Kameradin, wir brauchen euch. Werdet ihr an unserer Seite kämpfen? Was schwebt euch vor? Die Gilde hat einen ungewöhnlichen Kontrakt angenommen. Wir haben uns bereit erklärt, die dädrischen Anker auszumerzen, wenn sie vom Himmel niedergehen. Wo auch immer sie auftauchen, folgen ihnen alsbald Molag Bals Schergen. Was soll ich also für euch tun? Also habe ich jetzt dazu gedichtet. 2 meiner Wächter gehen bereits Gerüchten über angebliche Anker nach. Merek und Elif sind die Besten, die Gilde zu bieten hat. Trefft euch mit ihnen draußen vor Dolchsturz. Von dort geht es weiter. Ich werde es erledigen. Ich weiß, dass ihr den Lauf des Flusses ändern werdet, Kameradin. Sie erforschen die Wildnis in der Nähe von Flussbaufälle. Okay, der Kontakt, den ihr erwähnt habt, wer hat ihnen Auftrag gegeben? Eine mächtige Gönnerin. Sie hasst den Gedanken, dass Monster das Leben der einfachen Leute ruinieren. Unsere Gönnerin ist bereit, auch mit Gold für ihre Prinzipien einzustehen. Und deshalb unterstützen wir ihre Ziele mit unserer Stärke. Erzählt mir von diesen dädrischen Ankern. Sie sind die Tentakel Kalthafens, die sich nach Nirn vortasten. Die Diener Molag Bals errichten dunkle Schreine zu seinen Ehren als Brückenköpfe für diese Schrecken. Dieser Kontrakt bringt viel klingende Münze ein. Und in diesen geplagten Zeiten brauchen wir einen Brennpunkt. Einen Fokus? Ja, die Rolle der Gildenmeisterin ist mir noch neu. Der Tod meines Mentors Jofnir Eisklinge hat die Gilde schwer getroffen. Er war bei der breiten Masse sehr beliebt. Ich hoffe, der Fluss trägt seine Seele an den Ort, an den sie getragen werden wollte. Das hatten wir doch schon. Kontrakt hieß das. Könnt ihr mir mehr über Merek erzählen? Er ist ein stolzer Krieger der Rotwardonen, einer unserer Besten und ein Anhänger Stendars. Mereks vollständiger Titel lautet Entschlossenes Kriegshorn. Er hat geschworen, gegen die Brut des Vergessens zu kämpfen, wo auch immer sie in Tamriel einfallen mag. Und Aelil, wer ist sie? Ein Beweis, dass die Gilde offen für alle ist. Eine Khajiit. Ihre spitze Zunge ist genauso scharf wie ihre krumme Klinge. Wortkarg und manchmal richtig unhöflich. Aber eine gerissene Kämpferin. So, noch mal eine das. Mächtige Gönnerin. Sie Ach so, hasst ja. den Gedanken. Was ist unglaublich an diesem Kontrakt? Einfach die Größe der Aufgabe. Unser Gönner hat darum gebeten, alle Gildenmitglieder einzuberufen. Angefangen beim niedrigsten bis zum hochrangigsten. Ach so. Ja, jedes Mitglied der Kriegergilde wurde damit beauftragt, dieser dädrischen Verderbnis ein Ende zu setzen. Na gut, man kann ja nicht alles immer synchronisieren.
Weshalb wir jetzt auch wieder runtergehen werden. Es sei denn, ich finde hier noch was. Ach, wieder mal ein Buch. Das Jahr 2920, Band 2 und so weiter. Okay, das werde ich jetzt aber nicht durchlesen. Ich bin zwar jetzt nicht schlecht im Vorlesen, aber bei so kleiner Schrift ist das dann immer etwas schwierig. Also raus hier. Ich brauche auf jeden Fall eine Zweihandwaffe. Das sollte ja wohl möglich sein. Also. Wo ist hier eigentlich ein Briefkasten? Das ist noch eine Frage, die ich mir stelle. So, was haben wir denn hier? Schreinerbank. Das haben wir nicht. Feuerstelle. So, was haben wir hier noch? Wo gibt es hier Briefkästen? Ich weiß nicht, wo Briefkästen sind. Was ist das hier? Findet Merrick? Ich hatte doch noch ganz andere Symbole hier. Ich habe hier drei Symbole. Führt er mich etwa da rein? Magiergilde? Könnte das womöglich sein? Ja, das sieht eigentlich gerade nicht so aus. Aber wenn ich das Gitter im Uhrzeigersinn anlege... Nein. Okay. Nein. Willkommen in der Magiergilde. Kann ich euch behilflich sein? Ich würde gerne mehr über die Gilde erfahren. Ah, gut. Wir suchen immer nach neuen Mitgliedern für unsere Reihen. Wir bewahren das Wissen auf dem gesamten Antlitz Tamriels. Mitglieder der Gilde suchen auf ihren Reisen nach Büchern, Folianten und uralten Schriftrollen. Vielleicht möchtet ihr ja beitreten? Lasst uns über die Magiergilde sprechen. Es ist immer eine Freude, mit einer weiteren Wissenssucherin zu sprechen. Gildenmeister Vanus wird erfreut sein. So, was könnt ihr mir über die Magiergilde erzählen? Wir sind gewissermaßen Buchjäger. Wir suchen neues Wissen, lagern es in unseren Bibliotheken ein und fertigen Kopien davon an, um es in ganz Tamriel zu verbreiten. Die Gilde schert sich nicht um Kriege oder Grenzen, nur um Wissen und die Beschaffung neuer Folianten. Was erhält sich im Gegenzug? Wir bieten besondere Sprüche und Fähigkeiten, die nur unseren Mitgliedern zugänglich sind. Und von Zeit zu Zeit sind auch Projekte für besonders Abenteuerlustige zu erledigen. Vielleicht arbeitet ihr sogar mit dem Gildenmeister selbst zusammen. Okay, ich bin bereit, der Magiergilde beizutreten. Ausgezeichnet! Erlaubt mir, euch als Schülerin in der Gilde willkommen zu heißen. Ich schlage vor, ihr fangt damit an, dass ihr mit Valasthe, unserer Meisterin der Inkunabula, sprecht. Sie steht hinten in der Halle und hat des Öfteren Aufgaben für neue Rekruten. Viel Glück! Okay. Sie steht öfter hier irgendwo rum. Ach, da hinten. Das machen wir jetzt noch. Ja, das würde genau dem dritten Gesetz der Arcanodynamik entsprechen. Hervorragend. Wohlan, Adeptin. Ich glaube, ich habe eine Aufgabe für euch. Oh, was kann ich für euch tun? Neue Mitglieder sind der Lebenssaft der Magiergilde, insbesondere in Sachen Bergungsmissionen. Ich wurde über eine mögliche Fundgrube uralten Wissens in einer Ruine in der Nähe informiert. Ich möchte, dass ihr es für mich bergt. Wo ist das? Entlang der Küste, nördlich von hier, liegt eine Aileiden-Ruine, die als Sillum bekannt ist. Bitte seid so freundlich, die Ruine zu erkunden und mir alle interessanten Bücher zu bringen, die ihr finden könnt. Ich kehre so bald zurück, wie ich kann. Die Ruinen von Sillum sind ein dunkler und gefährlicher Ort. Seid vorsichtig, Adeptin. Okay. Was steht in diesen Büchern? Ich weiß es nicht. Es ist immer so ein köstliches Mysterium, ein Buch zum ersten Mal aufzuschlagen. Man könnte alles Mögliche vor sich haben. Angefangen bei uralten Rezepten für Eintopf, bis hin zu großen Arkana. Sogar die anzüglichen Tagebücher eines Elfendichters. Oho, na dann? Wie habt ihr von diesen Büchern erfahren? Wir haben überall Ohren, Adeptin. Mir fiel ein Spionagebericht in die Hände, der diese Folianten erwähnte. Okay, und ich dachte, dass ich die Gilde im Krieg neutral verhalten würde. Wir sind im Krieg um Cyrodiil neutral und stolz darauf. Das heißt nicht, dass wir nicht hellhörig würden, wenn dem Ring der Dolche etwas auffällt. Der Ring der Dolche? Der Geheimdienst des Dolchsturzbündnisses. Sie setzen die wirtschaftlichen und politischen Erlasse von König Emmerich durch. Soweit ich weiß, kam ihre Anführerin,
Eine Frau namens Kupfer an ihren Posten, weil sie bei seiner Majestät noch etwas gut hatte. Und was ist eure Rolle in der Magiergilde? Ich bin die Meisterin der Inkunabula, die Hüterin der Folianten. Ich bin hierher gekommen, um das örtliche Arcaneum zu inspizieren, die Bibliothek der Gilde. Ich habe mein Leben der Erweiterung des Wissens unserer Gilde verschrieben. Es gilt, gewisse Standards einzuhalten. Na dann, lebt wohl. Also das können wir jetzt auch noch machen. Ich will nur mal rausgucken. Oh, da ist aber einer schon gut gebufft. Dann können wir hier erstmal raus. Und wir gucken noch mal, wo wir sonst noch hin könnten. Ich weiß zwar nicht, warum. Wo zeigt denn das Ding noch hin? Wenn ihr die Geschäfte und Marktstände besucht, dann sagt den Händlern, die Dolchsturzwache hat euch geschickt. Aha. Hä? Das kapiere ich gerade nicht. Also das ist mir klar. Ach so, ich habe hier noch ein paar Möglichkeiten, aber warum werden mir diese gerade nicht auf der Karte angezeigt? Ja gut, das werden wir im nächsten Part erkunden. Wie gesagt, dieses Let's Play wird sehr langwierig und diese Dialoge gehören meiner Meinung nach auch dazu, weil es dort einige, denke ich, sinnvolle Informationen gibt. Deswegen lasse ich sie auch lesen. Nö, ich bleib hier erstmal stehen. Nenn mich nicht einfach Bürgerin. So, ach übrigens, man kann natürlich auch in die Ego-Perspektive, ne? Sollte klar sein. Ah, eine schöne Frisur. Naja, auf jeden Fall hoffe ich, euch hat dieser Part gefallen und fürs Zusehen danke ich euch allen. Deswegen sage ich, im nächsten Part von The Elder Scrolls Online sieht man sich.